Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, mein Name ist Ljuba Holibaus. Ich möchte Ihnen einen sehr herzlichen Gruß von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland überbringen, die ich ja heute vertrete. Und vielen Dank, Peter, für die Einladung natürlich. Ne? Freue ich mich auch sehr, hier zu sein. Uns verbindet auch eine Geschichte natürlich, Geschichte des Kommens nach Deutschland, wenn ich ja so sagen darf. Ja? Ich persönlich bin mit meiner Familie 92 nach Deutschland gekommen. Und ihre Eltern oder sie selbst schon natürlich viel früher. Und wir haben uns gerade unterhalten mit der Dame und haben festgestellt, dass wir sehr viel erreichen konnten. Ne? Wir haben uns hier super integriert, so wie man jetzt so sagt, ne? Und auch sehr viel erreicht haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar der deutschen Bevölkerung für die Aufnahme, der deutschen Gesellschaft, für die Möglichkeit, dass wir hierher kommen durften und dass Deutschland unsere Heimat wurde, auch für unsere Kinder auf jeden Fall. Genau, und an der Stelle möchte ich Ihnen sehr schöne Adventszeit wünschen, schöne Weihnachten, nochmal vielleicht mal an die Heimat zu denken, vielleicht mal sich Zeit zu nehmen mit Eltern oder andersrum Eltern mit Kindern zu sprechen. Das fällt mir immer wieder ein, dass auch ist in unseren Reihen so, dass einige Kinder unsere Geschichte gar nicht kennen und das finde ich sehr schade und ich finde Weihnachten ist so eine Zeit vielleicht mal, wo man sich wirklich ein bisschen Zeit nehmen kann und auch mit Kindern und Enkelkindern darüber zu sprechen und die eigene Geschichte einfach zu erzählen. Wie ist es dazu gekommen, dass wir nach Deutschland gekommen sind?